Hallo, liebe besorgte Bürgerinnen und Bürger. Es gibt viele Gründe, Deutschland nicht zu mögen. Das Wetter ist oft schlecht. Es ist feucht, kalt, regnerisch, klamm. Unser Essen ist schwer verdaulich, sehr häufig fetthaltig. Und unsere Laune ist immer miserabel. Der Deutsche meckert morgens, wenn er aufgewacht ist. Und warum? Weil er aufgewacht ist. Deshalb, wenn jetzt Menschen aus fremden Ländern zu uns kommen, dann sollten wir uns freuen. Es kann nur besser werden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden auf der Straße triffst, der vielleicht auch mal grundlos lächelt. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit, mal was Leckeres zu essen zu bekommen, danach trotzdem schlafen zu können. Und vielleicht wird eines Tages sogar das Wetter besser. In diesem Sinne, Refugees, welcome. Aber auch euch, liebe besorgte Bürgerinnen und Bürger, auch euch rufe ich zu, ihr dürft natürlich bleiben. Wenn ihr euch integriert. Das heißt, lernt erstmal richtig Deutsch. Sucht euch eine Arbeit. Macht euch nützlich. Vielleicht guckt ihr mal ins Grundgesetz oder in eine Tageszeitung. Das geht. Jo. Dann dürft ihr natürlich auch hier bleiben, trotz eures schweren Essens und eurer schlechten Laune. Aber wenn ihr das nicht tut, dann seid gewiss, wird es Zeit für euch, eure 7 Sachen zu packen. Dann stehen wir anderen auf. Und wir sind nicht gewaltbereiter als ihr. Wir sind auch nicht besser ausgebildet oder dergleichen. Wir sind einfach mehr. Und dann werdet ihr sehr schnell feststellen, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Aber solange ihr mitmacht, solange ihr euch integriert, solange dürft ihr natürlich bleiben. In diesem Sinne, Refugees, welcome. Und besorgte Bürgerinnen und Bürger, das ist Englisch und heißt so viel wie Flüchtlinge willkommen. Und ja, auch ihr seid damit ausdrücklich gemeint.